Freunde des Fruchtigen vom Lande. Was fängst du an zu schreiben? Ich habe nicht geschrieben. Willst du das mit der Klasse teilen? Ich habe mein Mikrofon in die richtige Position gebracht. Ah. Das finde ich professionell, das finde ich gut. Ja, Mann. Dann klingst du auch direkt richtig, richtig geil. So wie so ein sexy. Ich bin voll motiviert, Leute. Wow, was ein toller neuer Tag, ey. Krasses Leben. Krasses Leben. Ja, wir sind gerade depressiv aus dem Bett gestiegen, mein Gott, ne? Oh yeah, nee, aber Mann. So geht's den Leuten doch auch. Ist doch okay, wir sind doch unter uns. Mir geht's voll gut, Leute. Hey, happy life, yeah. Voll Motivation on the morning. Was hast du denn heute? Ist heute so schlimm? Ja, keine Ahnung. Ja, heute ist wirklich... Ich merk schon, heute ist ja richtig schlimm. Was ist denn? Kurz vorm Ableben. Kurz vorm Ableben? Ja. Ich bin richtig... Ja, keine Ahnung, ich bin richtig depressiv. Das ist richtig schlimm gerade. Aber egal, ne? Man muss trotzdem deliver, man muss einfach da sein, wie so ein richtiger Postbote morgens oder so. Ein Postbote macht's trotzdem, ne? Also denkt man. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich möchte übrigens kurz erwähnen, dass Leute gesagt haben, dass das Brezel doch richtig ist. Nee, ich habe nur gelesen, gut, dass ich dir den Kopf gewaschen habe mit der Brezel. Ja, nee, so richtig hundertprozentig genau weiß man das nicht, aber... Man weiß es nicht. Die Überlieferungen sind da nicht ganz klar. Ja. Wir müssen dann nochmal bei den Ägyptern in der Pyramide bei den Hieroglyphen gucken, Leute. Ja, die hatten schon... Ja. Die Aliens haben die Brezel gebracht, ne? Und die entscheiden dann auch über den Artikel, das ist klar. Genau. Und es ist ja auch das Alien. Es ist das Alien, ja. Nee, es sind die Aliens. Aber, ja. Es war ja nicht nur ein Alien, das das gebracht hat, Korn. Die waren safe zu zweit. Der männliche oder das non-binäre? Also egal. Das non-binäre Alien. Ja, ich denke nicht, dass das Aliens unbedingt ein Geschlecht Alien haben, tatsächlich. Hey, natürlich haben die ein Geschlecht. Ah, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Ja, irgendwas. Also auf den Bildern haben die nie Geschlechtsteile oder so, von daher denke ich mal. Ja, vielleicht können die haben wahrscheinlich eine Schublade oder sowas drin jetzt. Die sind ja bestimmt krasser wie wir. Ich meine, wäre das denn krasser? Weiß ja, ich guck nicht. Mal, wir sind gesegnete Männer, ne? Wir haben so kleine Pimmel, wir merken die nicht. Aber wenn du jetzt einen großen Pimmel hast und damit unterwegs bist und so und der die ganze Zeit an deinem Oberschenkel scheuert, ist das bestimmt voll nervt. Also ich weiß es, ich habe auch meine in der Schublade quasi, ne? Ich bin ja ein Alien. Ja. Ich habe gestern noch eine Serie gesehen, da hat jemand mit seinem Penis eine Melone zerschmettert. Und da dachte ich mir so, ja. Das kann ich nicht. Ich würde es mal mit einer Weintraube probieren. Das wird auch nicht klappen. Oh Mann, ich hasse dieses Videospiel. Ich bin so froh, wenn das vorbei ist, ne? Wir spielen nie wieder in meinem Leben spiele ich Telekom Racing. Ich habe jetzt entschieden, nachdem ich das Blind jetzt gespielt habe, ich finde es nicht gut. Ja, wir sind 2 Monaten dann, Leute. Das glaube ich noch nicht. Dann kannst du es... Ja, klar. Ich würde es voll gerne spielen, ne? Ich finde es voll schade, dass ich zugucken muss, aber... Es ist einfach zu viel Aufwand, dass Spiegel ich das fickt halt muss. Meinen Kopf, Alter. Es ist halt... Man ist, das so, man ist das so krass gewöhnt durch den einen Lauf, den man mal gemacht hat. Durch. Es ist zwar blind, aber er hat mal Nintendo Let's Play geguckt. Ich habe das Nintendo Let's Play, habe ich eingeatmet, Bruder. Das ist wirklich. Ne, weil man darf ja, wenn es blind ist, darf man ja trotzdem vorher die komplette Lösung lesen. Das ist Nintendo blind. Gelernt. Ja. Das ist Nintendo blind. Leute, das ist komplett blind. Oh, guck mal, hier ist ein 35-fach versteckter Secret Access. Den kann man nur finden, wenn man hochintelligent ist und die IQ von 195 hat. Ja. Jetzt hate hier mal nicht rum. Ne? Das ist hier nicht das Mario Kart Let's Play von dir, sondern das ist das Diddy Kong Racing von uns. Und hier gibt es nur positive Vibes. Das ist dir hoffentlich klar, ne? Ich bin ein sehr positiver Mensch und ich möchte das auch weiterhin nach außen tragen. Du schadest meinem Ruf. Ja, kein Problem. Sachen. Mein Gott. Cool, jetzt hast du heute was vor. Hast du Pläne? Was Schönes. Machst du was? Boah, ja. Wir haben den ganzen Tag noch vor uns. Ich wollte noch auf wetter.com gehen und gucken, wie das Wetter heute bei mir wird. Ich glaube, es wird windig, da freue ich mich drauf. Ich bin ja die ganze Zeit nur am Regnen, ey. Es macht auch einfach depressiv. Junge, du hängst doch den ganzen Tag in der Bude. Junge, nein, ich will einkaufen gehen, ich will vielleicht mal wieder schwimmen gehen, ich will raus ohne Jacke oder so, weil in der Jacke bin ich zu fett, Junge.
Ich bin aggressiv, wenn ich eine Jacke anziehen muss. Junge, in der Jacke, jeder Fettsack hat gerne eine Jacke an. Was ist denn los mit dir? Nein, ich hasse, Junge, dann bin ich ja noch fetter. Jede unnötige Schicht. Ich will T-Shirt und Kurzhose. Man fühlt sich mit jeder zusätzlichen Schicht, fühlt man sich ein bisschen bedeckter. Und ja, hat das Gefühl, das bin nicht nur ich, das ist der allgemeine Stand, ja, da fühlt man sich ein bisschen versteckter vor dem Blicken. Ja, wenn du einen Pullover und eine Jacke an hast, dann sehen die Leute nicht, dass du fett bist. Ich hätte ja niemals einen Pullover an, Korn. Boah, guck mal, der schlanke Mann da, ja, der hat eine richtig warme Jacke an, die sieht voll... Also ich ziehe auch niemals eine richtige Jacke an, ne? Ich ziehe ja nur so einen Zip-Hoodie an. Das ist meine Jacke. Mama, guck mal, der fette Mann da. Ach Kind, der ist nicht fett. Das ist nur die Jacke, die so doll gepolstert ist. Ja, so eine gepolsterte Jacke ziehe ich ja nicht an. Ach so, okay. Sowas besitze ich gar nicht. Ja. Weil, wozu? Selbst wenn es minus 10 Grad sind, ziehe ich einen Zip-Hoodie und ein T-Shirt an. So. Ja. Das, mehr ist es nicht. Ne? Ja, Regen, Regen, nur noch Regen. Mein ganzes Leben regnet nur noch. Er hat den Herbstblues schon, ey. Oh. Aber ab Mittwoch und... Ja, es wird jetzt leider wieder warm, ey, zum Kotzen. Boah, Freitag 24 Grad, geil. Nee, kotze ich jetzt schon, ey. Das bedeutet 29 Grad oder 30 in der Bude, ey, gar keinen Bock. Ey, wieso kannst du kein Fenster aufmachen? Junge, das ändert nichts. Wenn die Sonne hier drauf ballert, ist es mega krass. Ja, ich bin im Dachgeschoss. Hast du noch immer noch nicht begriffen? Nein, habe ich nicht begriffen. Woher soll ich das begreifen? Weiß ich nicht. Ich habe es erst nur 1000 Mal gesagt, ne? Du ziehst auch immer in die schlimmsten Wohnungen, ne? Ja, du kennst das ja, wenn man sich das nicht mehr aussuchen kann, ne? Ja, das kann ich. Stürztwetter.com bei dir auch immer ab? Auf dem Tablet. Das war auf dem Tablet? Auf 3 Tage und dann kann man nicht mehr weiterklicken, weil die Seite einfach, die ist einfach nur noch ein Bild. Ja, ja, auf dem Tablet habe ich genau das gleiche Problem, auf Handy und PC geht's. Ja, Mann, ey. Ich hasse die Seite. Aber auf wetter.de kann man nicht gehen, weil die wissen nie, wie das Wetter wird. Nee, die wissen es nicht. Das ist so unfassbar. Da ist das Wetter immer falsch drauf. So, ich weiß nicht warum, aber das ist wirklich. Es ist eine Scam-Seite. Ich glaube, die wollen da nur Werbung schalten und da ist irgendein Typ, der redet. Ja. Ich glaube auch so. Der hat einfach krass, guck mal, ich habe die beste wetter.de Domain kaufen können, weil keiner sich die gesichert hat. Lass mal irgendwie damit Geld machen. Das ist aber lustig, dass du das auch so erfährst. Ja, ich habe früher auch wetter.de benutzt und irgendwann habe ich mir gedacht, Bruder, das ist einfach. Außerdem zeigt wetter.com auch immer ein bisschen kühler an als wetter.de. Und ich gehe natürlich auf die Seite, die mir sagt, es wird nicht so warm. Ja. Dann sucht man sich halt aus. Das verstehe ich natürlich. Ja, muss ja auch angenehm sein, ne? In der Büchse. Aber es ist doch auch, wenn es warm wird, dann hat man wieder überall Entzündungen und so. Weil man schwitzt und... Oh, in jeder Falte eine Entzündung. Ich hasse das. Das ist fürchterlich. Ja, das ist die Hölle. Du, ich leide auch. Wisst ihr, wenn ihr euch fragt, wieso... Cornel, wieso bist du depressiv? Stell dich nicht so an. Ich werde momentan wieder gequält, ja? Ich werde gefoltert. Ah, guck mal, ich auch. Von meinem Fettkörper. Jetzt fragt euch, wie denn? Ist doch normal, wenn du fett bist, dass du das merkst. Nee, darum geht's nicht, ja? Ich habe genau an der Stelle, wo mein Bauch an die Tischkante geht, genau an dieser Stelle habe ich links, so 5 cm links von meinem Bauchnabel, habe ich genau an der Stelle einen Pickel bekommen, der jedes Mal, wenn ich jetzt mich am Schreibtisch setze, die ganze Zeit an die Tischkante kommt und die ganze Zeit wehtut. Immer wieder. Bum, bum, bum. Du kommst mit deinem Bauch an die Tischkante? Ja, natürlich. Wie sitzt du denn am Schreibtisch? Ja. Ich sitze ja an der... Natürlich sitze ich an der Tischkante. Ich will ja auch... Wie bedienst du denn die Maus und Tastatur? Ich lehne mich halt richtig weit nach vorne, also... Ja, wow. Arsch hinten am Stuhl und der Stuhl ist dann auch noch ein bisschen vom Tisch weg, so. Und dann lehne ich mich mega nach vorne. Nee, anders kann ich nicht Videospiele spielen. Übrigens, ich habe ja auch gar keinen Bauch mehr. Ich war heute Morgen auf der Waage. Ja. Ich habe keinen Bauch mehr. 1,5 Kilo schon wieder verloren. Und, Ja, ist nur dein Wasserhaushalt. Nee. Hast dich abgenommen. Nur dein Wasser, kein Problem. Nö.
War ja wieder 5 Tage nicht. Ja, alles gut. Ja, ach so. Ne, nach 5 Tagen kann man mal sich mal wieder wiegen. Ich hab ja, auch wieder. Ich hab, hat man kein Wasser aus, halt. Nö, aber ich habe auch die ganze Zeit wieder nichts gegessen. Also passt schon. Ja, okay. Ich bin jetzt ein schlanker Mann. Du bist ja nur neidisch, dass ich ein schlanker Mann bin, mit der mit dem Bauch nicht an den Tisch kommt. Das hatte ich auch übrigens noch nie. Oh, ich hasse mein Leben. Weil du ja auch noch nie richtig gearbeitet hast am Schreibtisch. Tatsächlich ist das wohl wahr, würde ich sagen. Ja. Ich wüsste auch nicht, was ich am Schreibtisch groß arbeiten sollte. Ja, als YouTuber kann ich mir da auch überhaupt nichts denken. Ne? Ich auch nicht. Also da tatsächlich gibt's da, also das ist ja, weiß ich nicht, Videospiele spielen kann man ja auch. Schneiden oder so, das ist mir wirklich. Muss man ja nicht. Nee. Nö, frag mal Domtendo, der muss das auch nicht. So. Du bist aber nicht Domtendo. Ja, aber wissen viele nicht. Die spielen halt nur, ne? Dann geben die das ab an jemanden im Niedriglohnsektor. Der schneidet denen das. Und die machen sich dann die Taschen voll. Also es ist halt wie das echte Leben. Ne? Tipptopp. Ja, klar. Ja, ja. Das System funktioniert, Gott sei Dank. Und so wird es mir irgendwann auch gehen. Ne? Wenn ich dann groß und reich bin, dann werde ich das auch einfach abgeben. Und mir die Taschen voll machen und nichts mehr tun. Also noch weniger als jetzt. Krass. Ja, du bräuchtest ja dringend jemanden, der da für dich in Makings geht. Wäre schon nicht verkehrt. So, technische Schwierigkeiten gab's, Leute. Uns fehlt aber noch ein, wie heißt das? Trophy Race. Und das haben wir jetzt. Ich hab's gefunden in der technischen Vorbereitungsphase. Yeah, man. Oh, scheiß Trophy Races. Mir fehlt bestimmt auch gleich noch irgendein scheiß Minispiel, das werde ich nachher feststellen. Musst du noch ist die das ein schlechtes Welt Spiel? Komplett machen? Nee, Cornel, die Welt, in der wir noch nicht waren, die habe ich schon gemacht. Ja, ich habe nicht aufgepasst. Ich habe gerade Wispik besiegt. Ja. Also, was heißt das für dich? Ja, deswegen habe ich mich gewundert. Hast du schon mal gespielt? Deswegen habe ich mich gewundert, dass du über hier Trophy Race und Minispiel redest, weil ich mir dachte, müssen wir hier noch eine ganze Welt machen. Ja, Trophy Race kommen wir kommen ja nur in die 5. Welt, wenn wir alle Trophy Races haben. Ach, das wusste ich nicht, ist ja blind. Das mach ich nicht. Ja, wusste ich nicht. Halt deinen Mund. Ich wusste es wirklich nicht. Er wusste es nicht, Leute. Man kann es doch manchmal nicht wissen, das ist so. Ich habe das noch nie gespielt, ich gucke da nur zu. Und eventuell gucke ich auch nicht die ganze Zeit so aufmerksam hin. Das könnte ja passieren, ne? Es ist im Paar noch nichts anderes passiert als das. Also. Naja. Ich habe nicht hingeguckt. Naja. Hattest du jetzt heute was vor? Was ist denn heute? Nein, ich habe heute nichts vor. Okay, ich auch nicht. Außer einkaufen. Ich muss halt einkaufen gehen. Ich hasse die Tatsache, dass ich jeden Tag einkaufen gehen muss, wirklich. Warum musst du denn jeden Tag einkaufen? Ja, weil ich zum einen, also das Ding ist halt, ich kann nicht so viel auf einen Schlag hochtragen wegen meinem Rücken. Dann kacke ich voll ab. Und so muss ich jeden Tag mir Neues zu trinken mindestens holen. Und dann muss ich auch einkaufen. Also, du hast doch ein Auto, oder nicht? Ja klar, aber das ist halt trotzdem, das ist doch der ganze Rattenschwanz drumrum. Ja, das aber ist ja nicht dann nur kauf doch einfach Getränke und lass sie im Auto stehen. Und ja, das mache ich ja auch manchmal, aber das Ding ist halt, wenn ich zum Auto runter muss und wieder hoch, das ist sowieso der schlimmste Part. Und das Anziehen dafür und so weiter ist eh der schlimmste Part. Dann kann ich sogar tatsächlich lieber nochmal schnell einkaufen gehen, als direkt wieder hoch zu gehen, weil dann strengt es mich halt noch mehr an. Deswegen, dann denke ich mir auch so, ja, bevor ich jetzt sofort wieder hochgehe und dann richtig außer Atem komme und kurz vorm Herzinfarkt stehe, kann ich im Auto nochmal kurz 5 Minuten sitzen, zum Einkaufen fahren und so. Kriegst auch nochmal ein bisschen Auslauf im Laden. Das ist ja auch für die täglichen Schritte, ist das ja auch wichtig. Dass die Blutzirkulation in den Beinen ein bisschen stattfindet. Nehmt euch da wirklich kein Beispiel. Das ist hier alles komplett am Limit und gar nicht mehr gut. Ach, ehrlich? Das wusste ich nicht. Ja. Ich dachte, das ist noch mega, mega normal und stark, dachte ich. Ja, manchmal denke ich das, ne? Manchmal denke ich mir, oh ja, wir sind schon ein guter Durchschnitt der Gesellschaft. Nee. Weißt du, die 80-jährigen Omas und so, die sind alle fitter als ich. Das ist verrückt. Kann ich mir. Und das, obwohl ich ein schlanker Mann bin. Es ist immer noch nicht besser geworden. Also, dass du nicht irgendwie 2 Sixpacks Getränke hochtragen kannst, schon. Ja, das ist halt, Cornel, sobald du einen Bandscheibenvorfall hattest. Freu dich schon mal drauf.
Es wird deinem Rücken auch passieren, dass viele sitzen und die 200 Kilo werden irgendwann auch bei dir bemerkbar machen. Doch. Mein Rücken ist gestärkt. Ja, ja. Ich kannte früher keine Rückenschmerzen, ne? Ewig lange kannte ich das nicht. Bis ich, weiß ich nicht, 30 war oder so, kannte ich das gar nicht. Ja. Das war mir nicht mal bewusst. Und dann von einem Schlag auf den anderen bin ich nach Hause gelaufen vom Bäcker und auf einmal wurden die Schmerzen beim Laufen und so stark, dass ich eigentlich hätte stehen bleiben müssen, mich hinlegen müssen und weinen. Aber dann habe ich mir noch die letzten paar hundert Meter zurückgeschleppt unter Höllenqualen und dann lag ich 3 Monate flach. Und seitdem wurde es auch nie wieder richtig gut. Also, das kann von einem Tag auf den anderen tatsächlich passieren, während du zum Einkaufen gehst. Ja. Tja. Mir ist ja mal irgendein Band in meinem Unterschenkel gerissen oder so. Aua. Das hatte ich einmal. Da bin ich auch einfach zum Einkaufen gegangen und auf einmal hat es so Flick gemacht in meinem. Ja! Ich hatte vorher immer das Gefühl, dass da was locker ist in meinem locker Bein. In deinem Bein? Ja, ich habe da auch immer hingegriffen. Das hat sich so angefühlt, als ob so ein ganz dünnes Haar die ganze Zeit an meinem Bein kommt. Ich dachte mir mal so, was ist das? Das wird so eklig an. Und dann irgendwann beim zum Einkaufen gehen hat das dann so cool, ja, einfach Flick gemacht und dann hatte ich mega Schmerzen. Dann bin ich auch umgedreht nach Hause gegangen. Und dann, hatte ich auch irgendwie. Boah, es hat auch relativ lange gedauert, so 4 Wochen oder so. Aber es ging wieder komplett weg. Keine Ahnung, was das war. Ich war natürlich nicht beim Arzt. Ich wollte gerade sagen, warst du denn beim Arzt? Du sagst einfach, da ist was gerissen, aber du weißt es ja gar nicht. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht, wahrscheinlich war es eine Zerrung oder so, ne? Wahrscheinlich eher sowas. Eine Cola-Zerrung. Also ich glaube, wenn was reißt, laufen die Leute normalerweise noch mit Krücken rum und so. Also ja, ja. So wie bei Eli, ne? Kennst du Eli? Nein. Der Twitch-Streamer Eli, der größte, der. Ach, Elias N. 97, ja. Sag doch einfach den. Ja, ich hab den noch nie gesehen. Genau. Ich kenne nur die eine Aussage von ihm, dass sich Frauen nicht wie Nutten anziehen sollen oder so. Keine Ahnung. Ja, gut, ne? Irgendwie kann sowas, man, ne? Ah, ja, genau. Das ist auch voll das Thema für dich eigentlich. Weil du das du warst ja immer dieser Typ, der immer gesagt hat: Das ist so geil, besser geht's gar nicht. So, wenn man den Tanga bei einer Frau sieht, ne? Ja. Sagt er, das ist eine Schlampe. Das hat er gesagt. Ja. Das ist alles, was ich von dem weiß. Mehr weiß ich nicht. Ja, kann man sagen, ne? Und der hat auf jeden Fall jetzt seinen zweiten Kreuzbandriss vor kurzem, also jetzt vor ein paar Tagen. Ja, aber sowas kriegt man ja in der Regel beim Sport oder so, ne? Ja, der hat Fußball gespielt. Ich wollte gerade sagen, das kriegst du ja normalerweise nicht, während du am PC sitzt oder während du zum Einkaufen gehst. Ja, die haben ja eine Fußballmannschaft gegründet und so und der hatte früher schon mal einen Kreuzbandriss und jetzt hat er seinen zweiten. Und jetzt ist er natürlich sehr am Boden. Kann er nie wieder Fußball spielen? Neben vorbei. Dein A-Knopf geht nicht, oder? Ja, mein A-Knopf ist einfach wirklich. Leute, also ich will ja nicht nerven, ne? Aber ich brauche einen neuen Controller. Das ist kein Witz. Muss ich dir jetzt einen neuen Controller kaufen? Irgendjemand muss mir einen neuen Controller kaufen, ja. Kann mal irgendjemand? Ich bin auch arm. Was kostet die denn? Xbox? 60 Euro kosten die. Deswegen kann ich das auch nicht einfach so machen. Es ist halt wirklich so, ich kann das nicht einfach so machen. Was? Reicht nicht ein Xbox 360-Controller? Ja, aber die gibt's ja nicht mehr, die richtigen. Da sind ja irgendwelche gefakten dann. Echt? Ja. Du kriegst keine richtigen Xbox 360-Controller mehr. So einen gefakten will ich nicht. Nee, benutzt du immer noch meinen Xbox 360-Controller? Den ich dir damals vor 8 Jahren geschickt habe? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist ein Xbox One-Controller, den ich habe, oder? Woran erkenne ich das denn? Weiß ich nicht. Du erkennst es daran, dass das Xbox-Logo ist beim Xbox 360, glaube ich, noch so ein rundes Ding, das auch so ein bisschen hoch geht. Und beim Xbox One-Controller, der leuchtet. Ja, der ist leuchtet. Einfach so eine flache Fläche, die leuchtet. Ja, ja. Ich habe einen Xbox. Eine flache Fläche, die leuchtet, habe ich. Okay. Ja, so habe ich auch, aber da geht der A-Knopf nicht mehr richtig. Ja, nee, der Xbox 360-Controller war auch irgendwann, glaube ich. Was war das? Ich habe beim Rocket League spielen ging irgendwas nicht mehr, glaube ich. Irgendeine Schultertaste oder so, keine Ahnung. Da war auf jeden Fall auch ein schlechtes kaputt. Produkt. Einfach nur 17 so. Stunden, 17.000 Stunden gehalten. Ey. Ist wirklich so. So eine Schwach. Kacke, Alter. Was habe ich dir da für einen Müll geschickt, ne? Echt wahr. Ja. Nee, hat schon gut gehalten, aber nee. Irgendwann habe ich mir dann mal einen richtigen gegönnt, ne? Einen Xbox One. Ja, aber ich denke mal, ja, das
Leute, ihr könnt tatsächlich auf dem alten Wolle und Kornel Kanal gehen, da sind Videos. Und wenn ihr da drauf geht, da findet ihr einen Link zum Patreon. Da könnt ihr in der nackten Theorie, ist es möglich, mir da einen Controller zu geben. Oder ihr geht auf meinen Twitch-Kanal, der ist hier unten verlinkt. Da findet ihr einen Link, zu wo man donaten kann. Das kann man auch tatsächlich tun, während ich nicht online bin. Ihr werdet lachen, aber auch dann kann man da Geld reintun. Du kannst auch einfach den Donation-Link in die Beschreibung packen. Ja, das wäre ja frech. Das haben ganz viele. Das haben ganz viele, ja. Aber ich krieg dann immer. Ja, das ist ein. Das sind ja auch Frauen, die ASMR machen. Ja, ja, mach doch auch mal ASMR. Die haben doch Geld verdient. Ich mache hier nur Videospiele. Ich bin ein Mann. Ja, du könntest halt ein bisschen mehr Ausschnitt zeigen, ne? Ich hab's maximal verdient, angespuckt zu werden von den Leuten. Ja, das stimmt. Das würde dir ja gefallen. Nee, kommt drauf an, wer, ne? Ja, also von den Frauen. Wenn die heiß ist. Mal gucken. Wie gesagt, alles erlaubt. So, ich bin da ja offen. Ja, ja. Wenn das der Deal ist, dann. Was soll ich tun? Aber gut, ich kann ja mal den Link reinpacken. Ne? Ich kann einfach mal den Link reinpacken, gucken, was passiert. Ja, pack mal den Link in die Videobeschreibung. Guck mal, Leute, ihr kennt doch den Wollo, ne? Der hat doch sonst nichts zu lachen. Das ist wahr. Lass die mal fliegen. Lass mich mal fliegen, ja. Lass die mal fliegen. Alter, wenn ich mich fliegen lassen würde, wäre halt richtig stark. Schade, dass bis hierhin keiner guckt. Ja, das Problem ist ja auch nicht, also das Problem ist ja, wenn du jetzt, also das war bei mir immer so, ne? Deswegen hätte ich... Warte, Leute, behalt deinen Gedanken. Leute, ihr habt es vielleicht gehört, ja, er hat seinen Gedanken doch behalten. Wundervoll. Ja, ich weiß es wieder. Okay. Nee, aber ich habe mich dazu entschieden, das nicht auszusprechen, weil das ist eventuell kontraproduktiv für die Donations. Ja, nee, dann wollen wir das nicht. Dann wollen wir das nicht hören. Gönnt dem Wollo mal, ne? Aber denk dran, der braucht... Einen Controller mindestens. Der braucht, ja, und da sind noch ein paar Sachen wahrscheinlich vor. Ne? Also, Ja, klar, da haben wir auch noch ein bisschen... Das ist ja immer das, wenn man dann, ne, wenn man ist und man sagt so, Leute... Boah, ich müsste mir eigentlich jetzt das neue Spiel kaufen. Also donatet jemand 60 Euro und du weißt eigentlich, ja fuck, die kann ich jetzt gar nicht ausgeben dafür. Nee, was dann immer kommt, ist immer dann, dann mach doch einfach ein Donation Goal dafür. Ja, und man denkt sich so, ja, vor allem am Anfang des Monats oder so. Und denkst du so, ja, Bruder, das Ding ist halt, ich kann jetzt ein Donation Goal mit 200 Euro für das, diese Sache machen, aber ich brauche diese 200 Euro ja erstmal für was ganz anderes. Ich muss ja erstmal Miete, Essen und so abdecken und erst danach... Wenn dann noch was extra kommt, dann kann ich mir das kaufen. Vorher kann das gar nicht stattfinden. Ja, genau. Das, ich verstehe, dass Leute das nicht sehen, weil ein normaler Mensch hat natürlich auch Geld auf dem Konto. Ja, aber, die leben nicht so wie wir. Das ist das Ding. Ne? Man lebt ja leider von der Hand in den Mund. Ist wirklich so. Das, was ich an dem Tag einnehme, muss ich am nächsten Tag eigentlich auch ausgeben. Und das ist ein bisschen schwierig. Das macht die Situation doch ein bisschen bedrückend. Man ist bedröppelt ab und zu. Könnte man fast sagen. Ach, das macht's so schwierig. Das macht's so eklig. Ne? Das Leben kann so eklig sein. Aber, ey, Leute, ich denke, einige von euch werden das auch kennen. Ne? Wir sind da nicht ganz alleine. Denke ich. Bist du noch bei mir, Cornelius? Ja, ich, ja. Was machst du nebenbei? Ich habe hier gerade so einen YouTube-Short gesehen, aber das ist nicht echt. Ist nicht da echt? Spielt so ein, ja, da spielt ein Typ Tischtennis, angeblich mit einem Roboter. Und der Roboter nimmt ihn komplett hops. Aber der Roboter, der ist safe, nicht echt. Ja, aber, ist mir egal. Selbst wenn er echt wäre, würde es mich überhaupt nicht beeindrucken und überhaupt nicht abholen, tatsächlich. Keine Ahnung. Wäre mir scheißegal, okay. Ist halt so ein Roboter, der tatsächlich, der hat halt eine Statur wie ein Mensch und... Ich bin mal gespannt, ob ich noch erlebe, wie wir mit solchen Robotern durch die City laufen. Das könnte wild werden. Ich denke, dass wir das nicht erleben, tatsächlich. Boah, doch, ich glaube schon. Wie lange hast du noch vor zu leben, Cornel? Was denkst du denn, wie lange du noch lebst mit deinem Lifestyle? Na, ich lebe jetzt schon seit Jahren gesund und bin am Abnehmen, also. Ich denke schon, ich werde so mindestens 85. 85? Ja, ich denke noch älter, aber... Also ich denke, wenn ich alt bin, ist es einfacher, älter zu werden. Für dich nicht. Ich meine, es werden ja auch immer mehr Menschen dick. Das heißt, irgendwann muss die Regierung ja was machen, damit die dicken Menschen auch älter werden.
sonst... Es soll doch jetzt irgendwie eine Spritze rausgekommen sein. Alter, mein Knopf funktioniert überhaupt nicht mehr. Ich habe gar keine Chance hier. Weil der bleibt andauernd stehen. Was soll ich denn jetzt noch machen? Ja, nur auf zu tippeln. Ja, selbst wenn ich durchgängig drücke, bleibt das nicht. Ja, dann hört es auch auf. Kannst Challenge in den Titel schreiben. Macht richtig Spaß, so zu spielen. Macht richtig Spaß. Sei froh, dass du überhaupt spielen kannst. Andere Kinder können gar nicht spielen. Aber bei denen, die stellen sich das dann vor, da funktioniert der Controller, kann ich dir sagen. Die haben dieses Problem nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war meine Schuld. Er schießt mich. Hat er gemacht wie ein richtiger König. Wo haben wir jetzt geredet? Ach so. Nee, ich denke tatsächlich, also ich glaube, die Entwicklung, die wird jetzt auch bald, also wir sind ja auch gerade wieder an so einer Schwelle wahrscheinlich, ne? Es kann sehr gut sein, dass in 5 Jahren das Leben komplett anders ist, ja? Nee. Also so eine Schwelle wie damals mit den Smartphones oder mit dem Internet. Okay, und woran machst du das fest? Also welche Sache ist denn da gerade so im Kommen, ja, die alles komplett verändert? Okay. Ja, und ich glaube tatsächlich, das könnte jetzt... Ja, aber das kann sich auch sehr zum Negativen entwickeln, ne? Es ist tatsächlich gut, man kennt es über alle, es sind Bücher auch, ne? haben uns auch zum Negativen entwickelt, könnte man darüber diskutieren. Das ist ja immer so, aber wenn... Ja, also ich weiß es nicht, ne? Das meine ich in dem Fall nicht mit negativ, glaube ich. Ja, also ich meine jetzt nicht irgendwie, dass die Faulheit beflügelt wird der Leute. Ja, sondern dass... Ja, klar, künstliche Intelligenz... Dass sie uns alle platt machen. Das könnte passieren, ja. Ich weiß tatsächlich nicht, was ich da so drüber denken soll, weil es halt ein sehr schwieriges und kompliziertes Thema. Aber es kann halt sehr gut sein, dass das jetzt so krass in den Mainstream geschwemmt wird, weil jetzt halt so viel möglich ist, plötzlich. Ihr habt alle nicht Terminator gesehen, ich das ist ganz klar. Ja. Sonst, da gibt es dann nämlich gar keine Diskussion darüber, ob das ein Problem ist oder nicht. Das ist ein Problem. Ich habe Terminator gesehen, Leute. Ich denke mal, dass das ein Problem wird, so in der Form, das dauert dann doch noch, ne? Das ist nochmal eine andere Entwicklungsstufe. Weiß ich nicht, Cornel. Skynet wurde angemacht und innerhalb von 5 Minuten war es ein Problem. Gut, ich also es nicht fehlt gesehen, nur noch die richtige, ne? Die ja, richtig reinschallert. Also wir reden jetzt nicht von ChatGPT, der wird uns wahrscheinlich nicht übernehmen. Aber was macht Musk da in seinem stillen Kämmerlein? Du weißt es ja nicht, ne? Ja, ich glaube, Musk ist nicht das Problem. Ich würde eher so die USA, China, Indien... Oh, China macht's bestimmt. Oh, die werden uns... Oh nein! Ja, China macht's safe. Die machen das halt wirklich, die machen das wirklich safe. Russland auch. Oh, die machen das auch safe. Ja, USA macht das auch safe. USA, also... Ah, weiß ich, traust Russland und China noch eher zu. Junge. Wobei, ja, eigentlich auch Blödsinn, ne? Die USA ist immer... Die USA ja, ist Blödsinn. Immer da. Ja, also, schon Blödsinn. Ja, ficken. Ja. Tja, Leute, warum mache ich das eigentlich noch? Hat gar keinen Sinn. Ja. Ja, nee, ich höre jetzt auf. Ist vorbei, ich muss auch nicht mehr reden. Das ist jetzt spielt keine Rolle mehr. Ist ja auch interessant, ob man irgendwann, vielleicht kann man ja irgendwann mit künstlicher Intelligenz unsere Videos machen. Wenn man unsere Stimmen einfach simulieren kann. Ja, das wird ja safe. Dann geben wir einfach ein Thema ein und dann reden wir über das Thema eine halbe Stunde, obwohl wir gar nicht darüber geredet haben. Können wir mal gucken, was dabei rauskommt. Ne? Ist mal ganz überrascht. Ach, das denke ich. Stark. Junge, künstliche Intelligenz fickt meinen Kopf wirklich. Das ist fast wie Aliens. Also, aber das Doofe ist dann ja, dass die künstliche Intelligenz dann unsere Videos macht, aber nur für eine andere künstliche Intelligenz, die sich das dann anschaut. Weil wir sind ja nicht mehr da. Wir wurden ja ausgelöscht. Ja, gut. Meinst du, die machen dann Let's Plays weiter, wenn es uns nicht mehr gibt? Einfach so? Weil warum ich nicht? Ich denke schon. Ja. Na gut. Dann bin ich beruhigt. Wenn die Let's Plays weiterleben, dann bin ich beruhigt. Dann haben die ja wahrscheinlich auch Fernsehen und so, die künstlichen Intelligenzen. Und dann werden die uns wahrscheinlich so im Retro-Klassiker-Programm laufen lassen, zur besten Zeit immer. Und jetzt kommt Dick und Dick. Dick und Dicker. Fett und Fetter. Fett am fettesten. Geil.
Ja. Boah, ich habe gestern tatsächlich bei Tekken 7 habe ich, ich habe die Evo gesehen. Das ist Kampfspiele-Turnier, das größte. Ah, okay. Und da war Tekken 7 und da dachte ich mir, wann war Korne denn da? Du bist im Spiel, tatsächlich. Geil. Du heißt da Bob. Tekken 7 Bob. Ja, such mal. Das bist du. Also 100 Pro. Der ist dick. Es ist der blonde Korne. Es gab ja mal den blonden Korne und Bob ist der blonde Korne. Du kannst mir erzählen, was du willst. Und ja, der ist dick. Hey, Alter, sieht aber voll cool aus. Aber das bist du, oder? Da siehst du dich doch auch drin. Sei ehrlich. Come on, sei ehrlich. Ja, also so vom Gesicht her jetzt nicht so stark, ne, aber... Doch, vom Gesicht auch ein bisschen, also schon. Ja, ist jetzt alles eine schwierige Situation, würde ich sagen. Also ich würde sagen, wir hören jetzt mal an dieser Stelle einfach auf. Ja, würde ich auch sagen. Ich weiß auch nicht genau, wie lange der Part ist, Leute. Wenn der jetzt, ist keine 34 wahrscheinlich, aber mein Gott. Ey, ne. Doch, safe. Nee. Ja, muss heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal, ne. Haut eine Donation, hast du die Donation raus, dann kommt in eine Beschreibung. Bis dann und ciao. Tschüss.